Hallo, 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 weiter geht's mit Castle Crush. Willkommen da, ich bin der Lars, ich grüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Part hier auf meinem wunderbaren Kanal. Sorry, dass ein paar Tage kein Part kam, aber es gibt halt einfach nichts Neues zu berichten, denn Update gibt es nichts. Ich hatte ein sehr großartiges, geiles Game mit dem Engel. Da ist Engeldeck wieder am Start, da war Engel so unglaublich groß, der war so groß, dass man ihn nicht mal mehr gesehen hat in der fucking Map. Es war so ein Riesending, fast so groß wie mein Penis. Aber ich habe gesehen, ich wollte es euch abspielen, das Replay. Es ist leider nicht mehr da in der Replay-Liste, deswegen müssen wir die Gratis-Kiste erstmal öffnen und hoffen auf ein Legendary. Nee, das war der unglaublich größte. Also der Kollege hat einen Nekromanten gespielt, ein Deck, hat nur Skelette gehabt in der mittleren Lane. Genau mit den Nekromanten, ich spiele einfach den Engel, gönn mir, hau Heal drauf, hau die Heal-Damen rein. Leute, der war so groß, man hat einfach nichts mehr gesehen. Ultimativ krasses Ding. Auf jeden Fall der größte Engel, den ich jemals in meinem fucking Leben hatte. Das war einfach nur sehr, sehr fein und sehr knusprig. Leider kann ich es euch nicht mehr zeigen. Hat der Lars zu spät gecheckt. Aber wir starten erstmal gut hier mit der Herausforderung, beziehungsweise mit der Daily Quest oder Daily Angriff, wie auch immer, damit wir hier weiterkommen. Ja, sonst gibt es, wie gesagt, leider nichts zu berichten. Es gibt halt nichts Neues. Es ist einfach alles gleich geblieben. Keine Update, nothing. Was natürlich alle sehr schade finden, aber ne? Das Leben ist halt kein Ponyhof, da musst du durch. Nee. Es gab ja die Sache von wegen mit den Karten. Man konnte sich ganz viele Kisten kaufen, aber das wäre jetzt auch nicht so von wegen, dass jetzt dieses Kistengedöns, sag ich mal. Klar, man kann sich kaufen, dies, das, Ananas, das ist schon ganz cool. Aber an sich ist es ja kein Update, sondern eher, ja, Änderungen vom Design. Mehr ist es ja nicht. Ich glaube, meine jungen Damen, die rasieren da gerade hier schon böse weg, wa? Oi, easy weggeduswerkelt. Ja, easy peasy, mein Junger. Da kannst du rumschreien, wie du willst. Als wirst du entjungfert worden sein. Ist mir scheißegal, ob dein Jungfernhäutchen gerissen ist oder nicht. Ich habe dich eiskalt rasiert. Hack den Strich mit Benzin. Ah, Manakoi. Schlammelementar. Ja, richtig geil. Gerade eben hat mein Handy angezeigt. Preisalarm. 1,83 Euro. Für super, Leute. Jetzt, wie du seht, ist bestimmt schon wieder auf 7 Euro hoch, aber man kann sich gönnen, wenn man Bock hat. So, ich öffne kurz ein paar Kisten. Kisten. Ja, letzte Herausforderung habe ich ja auch leider nicht hinbekommen, aufzunehmen. Es tut mir wirklich sorry, obwohl ich über 10.000 Gems habe, like a fucking rich man. Aber Witze machen, ne? Malle, wie gesagt, ist ja nur einmal im Jahr. Deswegen werden wir jetzt unsere Kisten wieder auffüllen und warten und erhoffen uns neue tolle Sachen, die unser Leben reicher machen, hinein ins Weekend-Feeling. Sagen wir es mal so. Let's fucking go, lasst uns loslegen, lasst uns zerballern, lasst uns viermal das D zerstückeln. Am besten in sein kleinen Loch, in sein Anus. Was? Let's go. So, was spielen wir denn tolles hier rein? Ich würde sagen, wir werden erstmal kurz den Drachen vernichten. Ich spiele Allrounder-Deck, man kennt altbekanntes Ding, ne? Damit kannst du immer gut was reißen, beziehungsweise üben, wie ich finde. Ein sehr gutes Übungsdeck. Damit lässt sich auf jeden Fall arbeiten. Was machen wir doch hier kurz? Den Lümmeln wieder rein. Haben wir die Swan kaputt. Das ist auch sehr schön. Trick 17, wa? Hat er kurz den Engel beschützt. Genauso und nicht anders. Und den hat er verkackt, den nächsten Engel. Ja, wunderbar, mein junger Freund. Es tut mir sorry, aber ich klebe gerade hart an deinen kleinen Nüssen. An deinen kleinen Nüssen. Da klebe ich gerne dran. Warten kurz, bis der den kaputt macht. Genau jetzt. Nein, den kaputt gemacht. Oh. Was war das denn für ein Timing? Das wäre auch mega kacke, oder? Habt ihr es gesehen? Das war schon scheiße. Das genau in dem Moment quasi, wo der erste Hit kam, er den nicht kaputt bekommt, sondern den zweiten. Ja, das war doof. Das war definitiv doof. Das finde ich jetzt doof. Das finde ich wirklich blöd. Nee, okay. Sehr gut, kommt er dauernd. Ich versuche gerade am Leben zu bleiben. Jetzt wieder versuchen uns natürlich mit den wunderbaren Meteoren kaputt zu lümmeln. Jetzt habe ich die Angriffswelle überstanden. Jetzt müssen wir versuchen natürlich was zu reißen in der Zeit. 1-4 erkannt. 2 Meteoren sind raus. Also 2 sind auf jeden Fall raus. Dürfen wir nicht vergessen. 2 Stück. Okay, den Mr. Uga Agerman setzt er beziehungsweise netzt er da ein. Ich weiß nicht wieso, aber soll er machen. Sollte passen von der Zeit. Das sollte auch reichen. Jawohl. Jetzt wir den kurz da rein. Lässt sich wieder arbeiten. Okay, den kurz da rein. Machen wir kaputt natürlich direkt. Nö, kein Bock. Er kann dich jetzt noch ein paar Meteore und so weiter rausballern, aber wir gewinnen trotzdem eher. Easy peasy, gar kein Ding für den King. Da sieht man wieder, wir spielen ja unser Level 1 Account. Der ist Level 9, ich bin Level 11. Klar, von den Pokalen her, ich bin 4, 4, 5 ist akzeptabel. Jetzt nicht das Krasseste, ihr wisst ja Bescheid. Aber ihr seht es selber,
nur mit einem Sensenmann-Deck kann man wirklich so hochkommen. Sonst hat man gar keine Chance, irgendwas zu reißen. Aber ihr seht es selber, mein Deck ist krass. Ich bin genauso krass. Mein Bizep, der wächst, weil ich so viel Salat esse. Und deswegen geht es voran, Mr. Oma. Du bist der Nächste, den ich kaputt knalle. Ich werde dein Leben einfach zerstören. Den ganzen Stammbaum werde ich rausreißen und ihn essen. Wie ein Vegetarier. Du verdienst es, Mr. Oma. Du wirst sterben. Sterben. Oh, ich sehe gerade ganz viele Level 9er. Muss es sein. Ja gut, die Season ist ja gut, schon länger vorbei, aber trotzdem. Let's go. Let's fucking go. Mach mal Gift weg. Tschüss, Gifty. Damit wir auf alles antworten können. Ich weiß noch nicht genau, was er jetzt hier für ein Deck spielt. Aber Glück gehabt, dass ich da oben gespielt habe. Er spielt scheinbar das, ich spiele irgendein Deck. Vielleicht wieder so ein ähnliches Deck wie wir. Könnte natürlich sein, deswegen kommt der gerade nicht rum. Aber dann mit Level 9 sollte man eigentlich. Beziehungsweise ist der normalerweise nicht so hoch dann. Pokaltechnisch. Oh, gut gesetzt. Macht das Ei kaputt? Nein, wunderbar. Das gefällt dem Lars. Er macht nicht das Ei kaputt. Man misst du Agaman kaputt. Ihr seht es, der Phönix. Der Phönix. Man muss immer den Phönix beschützen. Ich sage es jedes Mal. Ohne den Phönix hast du gar keine Chance gegen irgendwas. Der Phönix ist im Deck das krasseste. Er sorgt dafür wirklich, dass wirklich so einiges am Start ist. Deswegen immer schön den Phönix beschützen. Immer. Ganz wichtig. Und Mr. Omar, es tut mir leid, aber ich habe dich doch schon ziemlich makellos. Als ich aber sowas von die Goldkiste habe ich mir sowas von verdient. Leute, das sind die Plays, die Weltrekord-lästigen, genau. Die Weltrekord- ansehnlichen, wunderbaren, schönen, richtig geilen Plays sind das, die wir hier brauchen. Und mit diesen Plays werden wir die Weltherrschaft endlich an uns reißen. Denn armer Nakoi, wir sind die krassesten, die schnellsten, die schönsten und natürlich die mit den dicksten Lümmel. Das wieder weg hier. Ui. Schnell wegmachen. Es geht halt wieder los, ne? Ist halt immer. Also ich sag's jetzt schon, die Chance ist sehr groß, dass wir verlieren. Ach, das war so klar. Oh, jetzt switcht er noch. Doch nicht, er switcht nicht. Jetzt switcht er, okay. Ich bin dann beschützt, jawohl. Sehr schön. Hui, oi, oi, oi. Holy moly, Macaroni. Gerade das Ding noch gesehen. Also meistens zweimal den Kollegen zu besitzen, ist meistens der Tod. Das kann man so sagen. Also... Kannst sagen, was du willst. Zweimal den Windelement herauszulümmeln, ist schon so ein Ding. Ich hatte schon wieder von wegen, oh, so ein ekliger Scheiß. Weißt du, sowas hatte ich schon wieder dran gedacht und deswegen mehr kaputt machen, ganz wichtig. Und natürlich auch wieder so ein Ding. Ai, 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 ai. Holy moly, Macaroni. Ja, es sieht gerade nicht gut aus für uns. Es sieht gar nicht gut aus für uns, das werden wir verlieren. Kannst du, glaube ich, auch nicht beschützen hier so wirklich. Gott sei Dank, das noch kurz gerettet. Läuft der Golem da oben noch vor, sein Ernst? Mage auf. Ja gut, ein Meteor und wir haben verloren. Ein Meteor, wir haben verloren, ja, es ist... Das war es leider blöd. Ah, schade. Aber, Mann, das ist einfach Fakt. Das ist jetzt ohne Witz. Das, ich meine, klar, durch das Mana-Retour, was sie nicht mehr stacken können, haben die schon ein bisschen rausgenommen. Aber es ist halt einfach Fakt. Dadurch. Dadurch, dass er wirklich den Windelementar hat und den direkt kopieren kann mit dem Metamorph, hat er so einen unglaublich riesengroßen Vorteil. Sorry, das ist einfach Endgame-mäßig. Das reißt so einiges. Und der muss einfach nur einen Meteor droppen und das Ding ist geknuspert. Er hat irgendwie keinen Bock drauf. Weiß nicht wieso, soll er halt machen. Wenn er keinen Bock drauf hat. Das ist halt ein mega kranker Vorteil. Kannst sagen, was du willst, das ist einfach ein mega kranker Vorteil. Deswegen. Das ist schon ätzend. Er wirft nur noch kein Meteor. Ich hätte es kurz bevor es knapp wird, wieder werfen. Kann mir erst nicht vorstellen. Er will mit uns noch spielen. Er muss halt nur einen Meteor werfen. Nur einen Meteor muss er werfen. Nur einen. Aber er will nicht. Er will kein Meteor werfen. Frag mich nicht so. Hat er gerade einen Drachen kopiert? Hat er gerade einen Drachen kopiert mit dem Mitten? Das ist nicht sein Ernst, oder? Hat er gerade wirklich gemacht, oder?
Scheiße, er macht's auch nicht, ne? Er macht's halt auch nicht. Warum? Warum macht das nicht? Du weißt, dass du noch verlieren kannst, ne? Wenn du so weitermachst. Warum macht das nicht? Hä? Was? 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 Warum macht er das? Was ist denn? Ich check ich gerade nicht. Will er nicht mit dem Meteor gewinnen? Warum will er nicht? Also keine Ahnung. Also entweder hat er gerade Spaß an dem Spiel und denkt sich, YOLO, den Lars, den kenne ich, mit dem habe ich Bock zu playen. Oder er hat es gar nicht verdient, weil er, ich habe es nicht verdient, weil ich den mega krass, also er quasi, ne, ich spreche jetzt ne, in der dritten Person, er hat es nicht verdient quasi zu gewinnen, weil er den Metamorph in den Windelement hat und dadurch einen mega krassen Mana-Vorteil. Ist einfach Fakt, das ist so. Aber trotzdem, warum? Ich check ich nicht. Schreibt es in die Kommentare. Was war das denn jetzt? Was war das? Warum wollte er das nicht? Ja gut, das ist auf jeden Fall ehrenvoll von ihm, dass er nicht mit dem Meteor gewinnen will. Aber am Ende habe ich gewonnen mit dem Meteor. Och nein. Oh, jetzt, oh, bitte nicht kopieren, ey. Geh weg. Och, seht, das ist ekelig. Das ist ekelig. Ich hab... Leute, es ist schon wieder sehr eklig. Also die Chance ist schon wieder sehr groß, dass wir verlieren. Gut, dass er switcht. Gut, dass er switcht. Das ist wirklich gut gewesen für uns. Das ist wirklich gut für uns gewesen. Der Switch hat uns was gebracht. Also wenn jetzt nochmal die Lane switcht, habe ich wieder ein Problem. Danke, 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 danke. Sehr gut, da werden sie wieder groß. Wunder. Wie er uns einfach das Leben gerettet hat, weil er geswitcht hat. Ohne Witz, ich glaube, hätte er nicht geswitcht, hätten wir verloren. Sehr schön. Also hätten wir sehr schnell verloren, sag ich mal so. Oh, da oben ist wieder ein Elementar, sein Ernst. Machen wir das mal, um den wegzubekommen. Jetzt habe ich gerade nichts auf der Hand. Wunderbar. Lauf bitte vor. Oh nein, ist der immer kaputt. Er macht das Ei kaputt. Warum überlebt er das eigentlich? Warum überlebt er zwei Hits, beziehungsweise von dem Phönix? Das ist ja eklig. Überlebt er einfach zwei Hits vom Phönix. Alter, er spielt einen Sensenmann. Ich spiele heutzutage noch einen Sensenmann. Ich kenne niemanden, der einen Sensenmann spielt, aber er spielt schon mal fucking Sensenmann. Der ist halt einfach tot normalerweise in der Meta, die aktuell gezockt wird. Ja, es gibt doch nur eine Meta, weil es da keine Updates. Entschuldigung. Ja, finde ich krass. Finde ich krass, dass wir jetzt hier noch gewinnen. Also das eine hat er uns geschenkt oder irgendwie vercheckt. Vergessen, dass das geht. Wie die Dame einfach kaputt geht, bevor was passiert. Der wie geswitcht. Let's switch it, baby. Da kommt ein wunderbarer Drache angelaufen. Ich dachte jetzt auch, ich habe easy gewonnen, aber irgendwie ist das Ding noch nicht gerade geknuspert. Es läuft weiter hier. Gibt's ja gar nicht. So, jetzt aber kurz nochmal switchen in der Mitte. Kurz den aber kaputt lümmeln, den anderen Standartenträger. Jetzt haben wir gewonnen. Gar kein Ding für den King. Schön. Ja, Leute, dann war es das schon wieder mit sehr, sehr interessanten, geilen Games, wie ich finde. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Es waren coole Games dabei, sehr coole Games. Ich sage, mit dem Deck kann man einiges lernen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wir freuen uns über einen Haufen Super Nicer Boys. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Update. Also, bis 3 Jahren. Bis dann, reingehauen. Tschüssi.